So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dienstag-Streamstag. Hallo an alle, die live dabei sind und hallo an alle, die das auf YouTube nachgucken mit etwas Verzögerung. Ich komme zurzeit überhaupt nicht mehr hinterher mit dem Hochladen der Streams, aber es geht hoffentlich nichts verloren, letztendlich, sondern alles wird hochgeladen. Gespielt sowieso. Eigentlich wollte ich jetzt heute Wasteland 3 spielen. Aber leider braucht das ein ziemlich großes Update. Ich sehe gerade 23 Minuten, 25 Minuten, sowas dauert es jetzt nur noch. Vorher stand da irgendwas von 8 Stunden oder so. Aber 24 Minuten sind okay, oder? Dann spielen wir halt jetzt schnell eine halbe Stunde irgendwas anderes und dann geht's mit Wasteland 3 los oder weiter, würde ich sagen. Hi Stargator und Katka, wie geht's? Ich bin nämlich aus Wasteland 3 schon voll raus. Da wird es höchste Zeit, dass wir weiterspielen. Habe ich mir jetzt echt gedacht, da müssen wir weiterspielen, weil sonst weiß ich gar nichts mehr. Ja, Update dazwischen gekommen. Doof. Wollen wir ein neues Savegame im Psychonauts 2 kurz anfangen? Für eine Stunde oder so. Die erste Stunde des Spiels ist ein super cooles Spiel, das wie der erste Teil, befürchte ich, mal wieder unter dem Radar von vielen durchfliegt und nicht so erfolgreich ist, wie es sein müsste. Deswegen spielen wir das jetzt eine Stunde. Vielleicht sieht es ja der ein oder andere hier jetzt auf Twitch oder später auf YouTube und denkt sich, aha, Sachsen die. Ich muss mal ganz kurz... wo war es denn gleich nochmal? Ah ja. Nee, falsch. Zurück. Genau. Any Button! Ich hoffe, ich kann jetzt einfach ein neues Spiel starten. Man sollte es meinen, oder? Oh, man sollte es meinen, aber es geht gar nicht so einfach. Damn it, ohne Witz jetzt... Muss ich dafür das Profil wechseln? Ah, guckt, Save Games. Okay, dann ist schon gut. Dann starten wir ein New Game. Das Spiel ist echt super, ey. Das ist lustig, das ist clever, das ist alles, was so ein Plattformer sein muss. Gefällt mir sehr gut. Ah, wartet mal. Aber dann stelle ich es jetzt mal auf Deutsch. Subtitles. Muss ich dafür jetzt die Xbox wieder auf Deutsch stellen? Ach, ich hasse sowas. Ah, warte mal. Text Language, naja. Gameplay, Text Language machen wir schon mal auf Deutsch, aber. Aber nur die Text Language, oder wie? Und jetzt. Nee. Was? Hilfe? Jetzt ist wahrscheinlich halt die Sprache immer noch auf Englisch, ne? Dear True Psychic Tales Magazine, it's me again. Ja. Ach, das ist alles immer so umständlich. Wenn da einmal was nicht funktioniert, wie es sein soll, dann haut gar nichts mehr hin. Wie mache ich das jetzt? Jetzt passt auf, ich muss erstmal ins Home-Menü. Wahrscheinlich. Und dann gehe ich in die Einstellungen. Und dann gehe ich auf System wahrscheinlich. Language. 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 Deutsch. Muss ich echt neu starten? Oh, okay. Aber glücklich bin ich darüber nicht. Warum muss denn das immer so kompliziert sein? Warum gibt es nicht irgendwo im Menü einen Knopf, der sagt hier Deutsch, Englisch, Spanisch, was auch immer und fertig? Warum muss man immer alles... Ach, furchtbar. Jetzt geht sie nicht mehr an. Ja.
Du kannst gehen. Schwarzer Bildschirm. Startest du wirklich neue Xbox oder muss ich was machen? Das Licht leuchtet noch. Na dann lassen wir die mal noch. Ah, es passiert was. Tada! Er ist gezeichnet. Was spielt denn ihr zurzeit so? Ich habe vor kurzem erst Was wird hier eigentlich gespielt gemacht und an den Spielen, die ich da vorgestellt habe, hänge ich immer noch. Hat sich nichts geändert seitdem. So, jetzt gucken wir mal, jetzt versuchen wir es mal nochmal. Wird immer noch geladen, das ist gut. Startet es jetzt ohne Update? Nee, tut's nicht. Na dann. Tastengeräusche hört man, ja, das glaube ich schon alleine, weil der Xbox-Controller sehr laut ist. Weil ich habe jetzt nochmal mein Headset abgegradet, damit ich hier mit einem Headset und nicht immer mit dem Standmikrofon streamen kann, weil es viel gemütlicher ist. Aber dafür verliere ich halt auch ein bisschen Audioqualität natürlich. Also ein Headset kann dann doch nicht mit einem richtigen Mikrofon mithalten. Ja, ist vielleicht noch nicht optimal, aber mal schauen. Jetzt starten wir erstmal ein neues Spiel. Psychonauts 2. Three days ago, Truman Zanotto, the grand head of the Psychonauts, was kidnapped. Yesterday, with my help, the Psychonauts rescued Truman from the underwater lair of Dr. Lobato. But trust me, there's no way Lobato is working alone. Today, we're on a mission. Find out who hired Dr. Lobato to kidnap Truman Zanotto. My name is Raz, and today is my first official day on the job. Hey McFly, du hast es gestern durchgespielt, Psychonauts 2. Ich bin in meinem privaten Savegame noch gar nicht so weit. Ich bin gerade erst in den drei aufgeteilten Levels da von, na, wie heißt er, dem Psychonaut-Chef-Kerl. Everything okay in here, Raz? Oh, hey, Lily. Yeah, I don't know. It's just, I've dreamed about working at Psychonauts headquarters all my life. I just thought it would be more, you know? Come on, we're going to be late for the Morale Corral. Aber ja, ich bin schon gespannt, was noch kommt, weil, ne, die Level sind ja alle eher einfallsreich und clever und schön designt und voller cooler Ideen. That's right. Thank you. And that brings us to our next topic. Sasha, still have the talking turtle? Mori. Sorry, I just like the clapping. It's now time to give out the award for Employee of the Year. The prize for this year's award is an all-expenses-paid tropical vacation. Ooh! Oh, I hope it's me. The winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved. Congratulations to Caligosto Loboto! Way to go, Cal. Hey, Desert Railgun. I love this vacation package. I'm jealous. Oh, mir fällt gerade ein, dass die Sprachausgabe immer noch Englisch ist. Hat die echt? Hat Psychonauts 2 keine deutsche Sprachausgabe? No, darling. All you need to do is get this. Kann das sein? Approved by your supervisor. What? Just a formality. You just need to get this form signed by your boss. My boss? Yes, darling. Or you could just tell us who your boss is and we could... No! Maybe he doesn't want this tropical vacation after all.
Look, Burke, I won it. I'm Employee of the Year. Yes, you are, darling. Now off you go. Get that form signed by your boss. The person who hired you. The person you work for. Okay. Hurry up, before I take that vacation myself. Ich habe gerade im Hintergrund nachgeguckt. Gibt's echt nicht. Das wundert mich deswegen, weil der erste Teil hatte eine, vor allem für damalige Verhältnisse, echt gute deutsche Synchro. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm. Also, außer wenn man kein Englisch kann, dann ist es doch schon doof. Hallo, Cypress Hill, wie geht's? But don't freak him out. Remember to act casual. I am acting casual. What's that? I said, I love Casual Friday. Am I right? Attention. The tooth is loose. Don't lose him, Raz. Uh-oh. What is it? I think he suspects something. He's taking countermeasures. Just remember your basic rating, soldier. Right. Are you following me? You are following me. This was all a trick. I'm not Employee of the Year. Mir geht's auch gut. Dankeschön. All agents, the tooth has gone bad. Repeat, the tooth has gone bad. Maintain pursuit, Rasputin. We are in position to intercept. Roger. Ist jetzt echt schade, never in der 1 Stunde oder so, wie wir das jetzt spielen, kommen wir noch gar nicht in die richtig coolen Level. Why are you taking so long? Aber macht ja nichts. Der Einstieg ist auch schon nett. Watch out! Hey, you're not supposed to walk that way. My posters! We're not supposed to walk that way ist super. Coach! No time for small talk, soldier. The enemy is on the move. But we've got him cornered. This way. Quick! Hurry! We can't let him shake us! Now, before the procedure, it's very important that we clean out your dentist's hut. You don't want any dirty. Go away! Also falls ihr Psychonauts überhaupt nicht kennt und euch fragt, was zur Hölle hier eigentlich los ist, dann nur ganz kurz erklärt, sind im Grunde Psychonauts sowas wie Action-Psychologen, die in die Köpfe der Leute eintauchen und da Probleme lösen, Ängste besiegen und so weiter und so fort, aber eben auch in die Köpfe von Bösewichte eintauchen, um die zu reformieren, weil wenn man ihre inneren Probleme löst, ne, dann hören sie auf, böse zu sein. Ist quasi die Idee. Great job following orders, Private. You go on ahead. I'll take up the rear guard. I thought the big tooth was upsetting. Well, soldier through, Private. Unzip that dental door. Und hier vermischt sich quasi gerade dieses Büro. Ah ja, danke Katka, das ändere ich schnell. Hier vermischt sich quasi dieses Fake-Büro-Setting, das wir hier gemacht haben, um den Bösewicht in die Irre zu führen, mit dem Zahnarzt-Setting von dem Bösewicht, den wir eigentlich gerade verhören wollen hier drin. So, nein! Oh Gott, was macht er denn? Unzip that dental door. Irgendwie spinnt Twitch gerade bei mir. Ich habe gerade Probleme, das Spiel einzustellen. Es war schon in der Liste. Ich wollte draufklicken und plötzlich ist er auf was anderes gesprungen und jetzt finde ich es nicht mehr.
Ja, jetzt haben wir es. Update. Ach, wisst ihr, bis das jetzt hier abgedatet ist, also jetzt ist es abgedatet, aber bis dahin ist Wasteland 3 fertig runtergeladen. Aber so ist das eben. Good job, soldier. What's that light? Uh-oh. Zip it back up again. Zip it. There. Now that your cap is clean, let's check out those choppers. If I didn't know better, I'd swear this place had gremlins. No problem. I'm sure I can do this in the dark. Coach, this room is definitely not in Sasha's plan. In fact, I think it's a trap. No. That's just a sensor. Everybody has those. You live in your mind and stamp out things that don't belong. Like us? You handle this one. I'll find a way out. Die Zensoren, die unerlaubte Gedanken auslöschen. Just have to do your thing with the dental door. Hi, Bedwolf, wie geht's? I can't even look at it. I should try to get that sorted. Okay, see what you can find that way. See you on the other side. Katka, danke fürs Abonnieren. 23 Monate. Das sind jetzt fast 2 Jahre. Crazy. Na gut, ich halte mich jetzt nicht lang mit Sammelgegenständen auf. Gäbe es hier ganz viele, aber ist jetzt egal. Ne? Wir wollen jetzt nur kurz für unseren Showroom hier oder so. Dang it! Someone is helping him. Please, let's get clear of this aggressive. Sasha, how is Lobato breaking through the office construct? Mir geht's auch ganz gut, danke schön. Alles cool hier soweit. Help from someone even more sinister. Get ready, Rasputin. Wie ist bitte das passiert? Unmöglich. Just find us a way out of here, quickly. Yeah, don't bother with them, little mooks. You wanna go for the gold. You gotta grab the big boys. Help me carry this one, will you, Frankie? They got me too, Frankie. The mooks. Before you came in here today. Honestly, it's a mess in there. Here, rinse and spit. Ah! Now, everything that doesn't belong. Oh no, not back in the trap. Trap? Coach? Coach, where'd he go? Oh, well, that's a good sign. What is it? That is a regret. If Lobato has regrets, then maybe there's a way we can still get to him. Let's get out of here and find Lobato. Sasha?
Are regrets dangerous? Oh, yes, extremely. Take care of that one, will you, while I find an exit? Naja, so extremely dangerous auch wieder nicht. Würde ich sagen. Good job, Rasputin. Unfortunately, I can't find a way out of here anywhere. Sasha? How long has that golden door been there? Golden what? Did somebody say gold? Frankie, here's a chance for revenge! Oh, not these guys. I'll keep looking. Watch out! Not again! I'm coming to see you, Ma! Rasputin, you see what you can find through that door. I'm going to stay here and attempt to repair my construct. Warum du bei mir immer so crazy Spiele siehst. Ich spiele in den Streams wirklich, abgesehen von dem, was auch von den Patreons quasi gewünscht wird, so wie Wasteland 3, was wir heute noch spielen, spiele ich wirklich gern Spiele, von denen ich das Gefühl habe, die sind super cool, aber gehen bei ganz vielen Leuten unterm Radar durch. Liegen unterm Radar durch. Damit ich einfach so ein bisschen in alter Random-Drop-Manier Spiele vorstelle, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, die es aber wert sind. Deswegen spiele ich gerne auch so ein bisschen abgedrehtere Sachen. Jetzt muss ich aber ganz kurz ein Ladekabel suchen für den Controller, weil sonst spielen wir nicht mehr lange. Momentchen. So, jetzt dürfte es passen. Wir haben jetzt vorher gerade noch bei Mexikaner bestellt. Hi Neuromancer und A-Ratta und Tsukekino oder so. Hallo euch, wie geht's euch? Wir haben jetzt gerade noch bei den Mexikaner hier bei uns im Ort bestellt. Das ist echt ganz cool. Also ich finde das total witzig, weil der jetzt wegen der... Also das war vorher ein richtiges Mexikaner-Restaurant, hauptsächlich auch mit mexikanischem Essen und war schon immer ganz gut eigentlich. Aber jetzt durch die Corona-Krise ist er irgendwie voll zum Lieferdienst umgebaut worden und hat auch sein mexikanisches Angebot verkleinert, aber dafür ganz viel andere Gerichte mit aufgenommen, wie Burger und Pizza und sowas. Aber witzigerweise oder interessanterweise ist der so viel besser geworden. Jetzt, wo es viel weniger zur Auswahl gibt, ist dafür alles, was es da gibt, richtig, richtig gut. Der war schon immer okay, aber jetzt ist alles super lecker. Das war eine sehr positive Umstellung, die der da gemacht hat. Manchmal ist er weniger halt mehr. Nur noch die halbe Auswahl, aber dafür ist alles super, was wir bis jetzt probiert haben. It's not a phobia, it's a curse. Back in Grulovia, my whole family was cursed to die in water, and- Yeah, yeah, super sad. Look at these posters! I think someone else planted these in Lobato's mind to intimidate him. And make sure he didn't tell us who hired him to kidnap your dad. Let's get rid of them. Maybe it'll help. Help me burn these posters, Raz. Bei meinem Series X Controller einfach Batterien reingetan. Nee, ich will... Mir ist Akku lieber. Ich finde Batterien im Controller nervig. Da will ich lieber... Ich habe sowieso eigentlich immer ein Kabel. Okay.
Ich hab sowieso... Ups. Ich hab sowieso immer an allem Kabel eigentlich. Ich bin gar kein Fan von kabellosen Sachen, weil die Akkus nie lang genug halten. Meiner Meinung nach. We're not here to hurt you. We just want to know who hired you to kidnap Truman Zanotto. Why can't you just let it go? All's well. This hatbox needs a hatbox tag. Ich glaube, von der PlayStation 5, der Controller, hat wirklich ohne Witz, glaube ich, eine Laufzeit von 3 Stunden oder sowas. Vielleicht übertreibe ich, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Der hängt sowieso permanent am Kabel. Ich verstehe nicht, warum der überhaupt einen Akku hat. Und ich meine, die Switch jetzt zum Beispiel hat ja auch nicht gerade die längste Laufzeit, wenn man anspruchsvolle Spiele spielt. Deswegen haben wir überall im ganzen Haus Kabel. Und zwar natürlich Apple-Kabel und die Kabel, die die Switch braucht und die Kabel, die die PS4-Controller brauchen. Und jeder hat ja einen anderen Standard. Ach ja. Aber ist mir trotzdem lieber als Batterien. Doesn't matter. Listen, we all have our doubts and regrets. But it's too late to turn back now, understand? What we have to do now is finish the extraction! Lily, I think Lobato is starting to have doubts. Duh! They're right over there. Luckily, they're highly flammable! You take care of them while I find a way out, okay? Das ist gut, das kann man sich merken. Zweifel sind leicht entzündlich. Wenn ihr irgendwann mal Zweifel habt, die euch zurückhalten, einfach alles anzünden. Das ist ein guter Tipp. Ja, der PS5-Controller hat nicht mehr diese große Leuchtfläche wie der PS4-Controller, aber hat schon noch ganz viel so einen LSD-Rand um das Touchpad rum und sowas. Mia? Yes, darling? Nothing. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? No. Your thoughts can lift you up if you focus. Better hurry before we hit the ground. There you go. Dieses ganze Tutorial, das hier jetzt im zweiten Teil wieder so eingeflochten ist, macht von der Narrative her eigentlich keinen Sinn. Weil in unserer realen Welt sind zwar seit dem ersten Teil irgendwie 20 Jahre vergangen, oder 10 zumindest, keine Ahnung, irgendwie so. Aber in der Spielstory dürften das nur ein paar Tage, wenn überhaupt, gewesen sein. Insofern... vergisst Raz schon ziemlich schnell alles anscheinend. Anzünden! Sehr schön. Hurry up, darling.
bin ja schon dabei. Schneller geht. Ich habe keine Sprinttaste in dem Spiel. Wobei, jetzt, wo ich levitaten kann. Nee, kann ich nicht. Ich kann mir noch keinen Ball machen. Na gut. Ach, das lerne ich jetzt erst wahrscheinlich. We've lost control of Lobato. There's a little chaos on every mission, Raz. A psychonaut must always remember how to roll with it. You remember how to gather your thoughts and roll with them, right? Ja, es könnte sein, ne? Es ist jetzt theoretisch, jetzt wo Microsoft Bethesda aufgekauft hat, ist es theoretisch wieder realistisch möglich, dass ein New Vegas 2 kommt. Wieder ein Fallout von Obsidian. Aber ich muss ehrlich sagen, mir hat The Outer Worlds irgendwie echt gar nicht gefallen. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Fand ich irgendwie ziemlich langweilig. Weiß nicht genau, woran es liegt. Ich meine, gut, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Bei Videospielen aus irgendeinem Grund fixiert man sich da immer viel zu sehr auf die Studios. Ups. Moment, wie mache ich denn das, dass ich nach dem Schweben wieder den Ball kriege? Naja, das werden wir schon rausfinden. Dabei kann halt die Belegschaft von dem Studio komplett wechseln. Und dann... Hey, ich weiß nicht mehr, wie ich das schaffe. Vielleicht darf ich einfach nicht schweben. Das ist wahrscheinlich das Rätsels Lösung. Ja, okay, alles klar. Und dann hat man ganz andere Leute, die an irgendeiner Franchise weiterarbeiten als das Originalteam und wundert sich, warum die Spiele nicht mehr so sind wie früher. Insofern weiß ich gar nicht mehr, ob ich heute noch so gehypt wäre, wenn jetzt ein Fallout New Vegas 2 angekündigt wird. Ich meine, klar, cool, aber ich wäre vorsichtig skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal gucken. Ich würde erstmal nicht mehr so viel erwarten, muss ich sagen. Ah, wir fallen voll übers Ziel hinaus. Glück gehabt. What was I supposed to do again? It's him. I've got to stop him. Es wäre interessant. Ups, Gegner. Ob man die Universen Outer Worlds und Fallout wirklich verbinden könnte. Gibt es da ganz deutliche Anspielungen? Ich glaube nicht wirklich, ne? Easter Eggs werden die da nicht eindeutig versteckt haben. Aber vielleicht im zweiten Teil. Das ist schon alles ganz schön gemacht, weil hier vermischt sich jetzt quasi dieses Zahnarztthema mit dem Camp aus dem ersten Teil. Also mit dem Turm, in dem quasi in so einer verlassenen Psychiatrie, in dem dieser Zahnarzt seine Experimente an Gehirnen durchgeführt hat. Und dieser fließende Übergang quasi jetzt in ein Szenario aus dem ersten Teil ist ja, finde ich, echt schön eingeflochten. The basket in the ocean. Simple. And if you tell anyone about me, anyone at all, you'll have to deal with her. No, not her. Please don't make me look at her again. No, no, I won't tell. I won't tell anyone. I promise. No, please.
No, not her. I won't tell. That bozo's brain was booby-trapped. Yes, whoever hired Lobato to kidnap Truman knew he might be psychically interrogated. The poor thing looks terrified. Did anyone get a good look at his boss? I saw him, but I couldn't tell who he was. And I saw something else. I saw the thing that terrified Lobato. It was a woman, dressed in black fur. She was floating over the ruins of a city. And she was commanding serpents of water. There was something familiar about her. Rasputin, I'm going to show you a picture. That's her! Wait a second. I thought I recognized her. True Psychic Tales, issue 43. She's on the cover. Maligula. The Deluge of Grulovia. Maligula? She's been dead for 20 years! Fort Crawler killed her himself! A battle from which he never truly recovered. She was a monster. A ruthless, power-hungry psychic who drowned hundreds of her own countrymen. Nevertheless, she still has her loyal followers to this day. This file documents recent activity believed to be the work of these modern-day delusionaries. What are they up to? Well, it's ridiculous, really. There's no scientific basis to... necromancy. What? They're trying to bring her back to life? It's silly, darling, but if they believe they can do it, they might do some dangerous things. Mia, have you considered the other disturbing fact in all of this? That unstable character... Could never kidnap the grand head of the Psychonauts without help? Yes. You mean... There's a mole in the Psychonauts. You think this is a mole, you're dumber than you look. Approaching the Mother Lobe. Muss ich mal... Ganz kurz gucke ich jetzt mal schnell, wie es mit dem Download aussieht. 52%. Es wurde jetzt für Wasteland 3 auch ein DLC angekündigt, ne? Der sah auch cool aus. Wasteland 3, cool. Ach, ich will nur sehen, wie lange der Download noch dauert. Bring mich zur Take Me to Your Download Page. Komme ich denn dahin? Eine Zeitangabe. Nur Prozent. Ja, wird aktualisiert. Aha, na dann. Bei bald können wir das Spiel starten, dann können wir Wasteland 3 wirklich weiterspielen. Ich fand einiges an Outer Worlds eigentlich auch ganz gut. Ich fand die Story von der einen Begleiterin, die man dabei hat, die sich dann quasi als asexuell outet und dann so eine Love Story mit der Mechanikerin da hat, das fand ich wirklich nett. Das war wirklich schön geschrieben. Das war so, sind die niedlich so ein bisschen. Das hat mir gefallen. Und es gab auch ein paar Nebenquests. Da mochte ich die Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter. Das hat mir auch echt ganz gut gefallen. Aber ich mochte diese ganzen Charakter-Progressionsmechaniken irgendwie nicht so gerne. Ich hatte immer das Gefühl, so richtig beeinflusst das alles meine Figur gar nicht oder das Spiel gar nicht, was ich da hochleveln und erweitern kann. Und ich bin einfach kein Fan von First-Person-Shootern. Und je shootiger die werden, desto weniger mag ich sie. Es gibt ein paar First-Person-Spiele, wie jetzt zum Beispiel Resident Evil 7 und 8 oder zum Beispiel auch Fallout 4 oder alle Fallouts mit Wets-Modus, mit einem richtigen. Die funktionieren für mich, weil die eben in erster Linie keine First-Person-Shooter sein wollen. Und ich glaube, das ist für mich eben der ausschlaggebende Punkt. Wenn was zu sehr Shooter wird, dann nervt mich das. Ich werde einfach nicht warm mit First-Person-Shootern. Naja, genau.
Deswegen, glaube ich, gefällt mir einfach das Gameplay von Outer Worlds nicht und das hat schon im Zentrum einfach sehr viel First-Person-Shooter-Mechanik-Gameplay ohne irgendeinen Wets-Modus, der das entschärft. Und das mag ich nicht. Schade. Aber das stimmt schon. Es hat schon auch, finde ich, seine Stärken. Immer noch. Aber wenn ich es jetzt mit New Vegas vergleiche, das finde ich schon irgendwie nochmal ein ganz schöner Unterschied. Vom Erzählerischen her, von den Quests her und wie alles verwoben ist und wie alles zusammenpasst. Naja, hey T-Bone, danke für die Bits. Yippee! Der Urlaub war ganz cool. Der war ganz, ganz nett. Wir waren erst irgendwie die Schwiegereltern besuchen und dann ein bisschen an der Ostsee mal einen Tag nur, weil die wohnen nicht weit von da. Und dann waren wir noch andere Familie so ein bisschen oder haben uns mit denen getroffen zumindest und waren mal wieder in dem Biergarten. Und ansonsten war ich sehr viel auf der Couch beim Chillen. Ich habe sehr viel Sachen gespielt. 2 Minuten? Okay, dann spielen wir jetzt Wasteland 3. Das erste Level von Psychonauts 2 haben wir jetzt gespielt. In dem sieht man leider noch nicht viel. Das ist wirklich vielleicht, na, nicht, dass ich jetzt einen falschen Eindruck von dem Spiel vermittelt habe dadurch. Das erste Level ist noch sehr konservativ und sehr normal, was die Darstellung angeht. Die wirklich cleveren und die wirklich guten Ideen kommen erst noch. Aber so ein bisschen wie das, was ihr jetzt im ersten Level gesehen habt, müsst ihr euch vorstellen, nur, dass quasi jedes Level, das noch kommt, eine eigene innere Welt eines Figurs, eines Charakters darstellt, die man erkunden kann und in der es immer wieder neue, clevere Mechaniken gibt. Man kann zum Beispiel in einem Level Assoziationsketten schaffen und kann verschiedene Gedanken verbinden, um das Verhalten von der Figur zu beeinflussen. Und da gibt es dann verschiedene Gedanken, die man beliebig kombinieren kann. Und auch bei den Gedanken, die jetzt keinen Gameplay-Effekt haben, hört man dann immer die innere Stimme dieser Figur. Und da kann man eben sehr lustige Sachen damit machen. Und da gibt es eben viele so clevere kleine Ideen. Da gibt es zum Beispiel den Gedanken Socken und Sandalen. Und den Gedanken Sympathie oder Freude oder sowas. Und wenn man die verbündet, die beiden verbindet miteinander, dann hört man, wie die Figur so denkt, ach, irgendwie machen mich Sandalen mit Socken ganz sentimental. Da muss ich immer an meinen deutschen Professor denken. Und lauter so Sachen. Das ist schon alles ganz witzig und nett. Kauft euch Psychonauts 2 jetzt. Außer wenn ihr keine Plattformer mögt, dann vielleicht eher nicht. Und wenn ihr einen Game Pass besitzt, dann könnt ihr es sowieso einfach so spielen. So, ich glaube, wir können Wasteland 3 starten. Das, was ich ja eigentlich machen wollte, dann machen wir das jetzt. Update. Verabschiede mich jetzt an der Stelle mal kurz von allen, die auf YouTube zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es dann auch für euch mit Wasteland 3 weiter. Beim nächsten Upload, der eventuell, wenn alles gut läuft, schon morgen kommt, oder? Bis dann. Ciao.